Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute eine Runde mit Geisty. Das Setup sieht wie folgt aus: Thanatophobia, Ruin, Überladen und Nurse Calling. Außerdem habe ich einen Wallhack und einen Speedboost, nachdem ich mich enttarne drauf. Allerdings nicht die besten. So, pass auf, du bekommst erstmal deinen ersten Hit. Wow, wow! Daneben geschlagen. Zu weit, ey. Feels Batman. Ja, wir spielen eine Runde mit Geisty heute. Oh, wow. Ruin direkt weg. Naja. Ich bin auch selber schuld. Ich hätte natürlich auch erstmal zu meinem Ruin-Perk gehen können. Und schauen können, was da so los ist. Wo rennt sie denn jetzt hin? Man weiß es nicht. Leute! Doppelte Blutpunkte übrigens, ne? Ab heute gibt es doppelte Blutpunkte als Halloween-Event. Bis nächste Woche Mittwoch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es bis einschließlich nächste Woche Mittwoch ist oder ob es nur bis einschließlich Dienstag quasi ist. Aber hey, die Angaben waren diesmal irgendwie so ein bisschen ungenau. Und was noch viel wichtiger ist, heute kommt der neue Killer Freddy Krueger mit ins Spiel. Also Leute, heute Freddy. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wann er released wird. Vielleicht irgendwann nach dem Deathstream. Ich denke, wir dürfen gespannt sein. Oh, er rennt einfach weiter. Okay. So, wir bekommen Speed Boost. Ah. Hallo. Gut, wir rennen ihr mal hinterher. Auch wenn Dwight jetzt natürlich wahrscheinlich retten gehen wird. Aber hier haben wir auf jeden Fall... Ja, das ist die nächste, die down ist. Was willst du von mir? Hör auf, mich zu blenden. Okay, komm. Ab an den Haken mit ihr. Also... Ich denke, es wird heute dann noch ein 1-Million-Blutpunkte-Video geben. Es sei denn, ich bin dann schon am Stream, wenn der neue Killer rauskommt. Das wird sich dann aber zeigen. So, ist keiner retten gegangen? Doch, oder? Da sind Spuren. Ja, sehr schön. Dann können wir hier direkt mal für ein bisschen Action sorgen unter den Survivern. Keiner, der abhaut? Doch. Doch, da. Okay. Der andere heilt sich. Da, den habe ich noch erwischt. Na komm. Dwight, wo willst du hin? Er will in die Hütte. Okay. Ich glaube, das hätte ich an deiner Stelle lieber umgeworfen. Oh, er dreht echt um. Okay, nice. Damit habe ich nicht gerechnet. Er schaut nach hinten. Er schaut nach hinten. Die beiden Leute, die wir bisher dran hatten. Boah! Habe ich schon erwartet, dass ich den treffe eigentlich. So, ich werde mal das Ding nicht kaputt machen. Sonst geht meine Blutlust weg. Ah, könnte hinhauen. Boah! Gerade noch so reagiert. Gerade noch so reagiert. Da hat er den Trick gemacht, den ich auch ganz gerne mal ab und an droppe, ne? So tun, als würde... Ach ja, komm, warum nicht einfach direkt hier? So tun, als ob man zum Fenster rennt und dann im letzten Moment nochmal abziehen. In der Hoffnung, dass der Killer dann schon seinen Schlag aufgeladen hat und einfach voll in die Luft schlägt. Also, wie gesagt, ich würde gerne so ein 1-Million-Blutpunkte-Video machen. Die Sache ist halt, ich muss schauen, ob... Zack! Ich muss schauen, ob ich dann am Stream bin. Dann werde ich es wahrscheinlich einfach im Stream ausgeben. Das wird sich dann zeigen. Vielleicht mache ich dann noch einfach einen Stream-Mitschnitt. Hast du gut gemacht. Okay, ja, gebe ich ja zu. Ich mache das mal kaputt hier. So, hier sollte ich sie ganz gut erwischen. Ja, sie rennt zum nächsten Point. Okay, hier kann sie mich natürlich doch schon ein bisschen juken. Obwohl das hier nicht ganz so gefährlich ist. Okay, sie wirft es direkt um. Sollte man eigentlich hier auch an dieser Stelle machen. Ansonsten bringt einem das Ding nämlich gar nicht so viel. Und Clödia down. Gut, aber den Haken. Es sind schon 3 Generatoren gemacht. Aber hey, das ist man ja gewohnt. Wenn man Geisty spielt, dann geht das immer recht schnell. Ich dachte mir, heute ist mal wieder Zeit für Geisty. Deswegen gibt es heute eine Geisty-Runde. Ich hoffe, dass ich sie in den Keller bekomme. Ich habe keine Erregung oder so dabei.
Problem ist, überladen sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen benutzen, wenn ich das schon drauf habe, ne? So, sie hängt auch zum ersten Mal. Okay, vielleicht habe ich jetzt den zweiten Kandidaten für den Keller. Ja, habe ich auf jeden. Schönes Ding. So, komm her. Die kriegen wir auch in den Keller. Die andere haben wir nämlich auch reinbekommen. Dann werde ich sie auch auf jeden Fall reinbekommen. Oh, da wurde abgehangen. Okay, ich weiß nicht, ob jemand eine Taschenlampe hat von den Leuten. Ja, Dwight hat zumindest ein Medikit. Oh, oh. Okay. Oh. Notfalls tausche ich Dwight. So ist es nicht. Ich krieg sie sogar noch ran. Holy, damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Oh, haben beide aufgehört, sich zu heilen. Da hinten ist Dwight, da gehen wir hin. So, wenn ich dem hinterher jage. So, pass auf, du bekommst einen Hit. Ah, verdammt. Dwight heilt sich, Leute. Okay. Ich hätte gerne, dass der Boy umfällt. Den haben wir. Auch wenn er sich geheilt bekommt, schlagen wir ihn halt um. So, die andere wurde direkt abgehangen und auch geheilt. Ah, die legen gut los hier, ne? Gegen den Generator werde ich jetzt mal gegentreten. Ich bin nämlich aktuell sowieso noch sichtbar. Das trifft sich dann ganz gut. Und wir nutzen mal unser Überladen ein bisschen. Ganz ehrlich, normal hätte ich es gar nicht mitnehmen brauchen, so wie ich aktuell bisher die Runde runtergespielt habe. So, einmal schauen per Wallhack. Oh, wow. Ah. Hier treten wir auch nochmal gegen. Okay, ich bin sehr gespannt, ob ich heute wieder ein paar Grafikfehler drin habe oder nicht. Gestern war das Video dann wohl recht gut. Also zumindest wurde mir in den Kommentaren geschrieben, dass wohl keine Grafikfehler am Start gewesen wären. Oh, sie hat eine Taschenlampe. Weiß sie auch, wie man sie einsetzt? Na, zumindest weiß sie, wie sie ihren Sprintboost verwasten kann. Das ist auch schon mal gut. So, sie will zur Hütte hier. Wurde die Palette schon gedroppt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weißt du, wieso nutzt du denn deine blöde Taschenlampe nicht? Oh, sie ist am Totem hängen geblieben. Hashtag hängen geblieben. Sehr gut. Danke, Mac. Ich dachte, ich kann es noch weiter zurücksetzen. Oh. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Ja, wahrscheinlich schon, weil sie ziemlich offensichtlich rumgerannt ist. So, sie hängt. Hier können wir auch wieder gegentreten. Und dann nutzen wir, denke ich, unseren Speedboost, um den nächsten zu erwischen. Und das wäre sie hier. So, sie hat selber auch einen Speedboost. Das ist schön für sie. So, sie ist weg. Hallo! Na? Okay, ich muss die Generatoren verteidigen. Und ich muss mitbekommen, wo Dwight ist. Wenn Dwight da hinten arbeitet, habe ich nämlich ein Problem. Da haben sie... Ne, da ist Dwight. Okay, das ist gut. Das heißt, hier wird Clödia arbeiten, ja. Schade, dass ich Franklins nicht dabei habe, ey. Die haben so viele Items, die ich denen gerne aus der Hand schlagen würde. Dwight hat ja auch dieses spooky Halloween-Ding da. So, wir gehen unsichtbar. Nurse Calling, komm. Zeig mir, wo die Survivor stecken. Da ist Dwight. Da ist Clödia. Und Dwight rennt da vorne, okay. So, Dwight läuft. Hier ist er. Ah. Weiß nicht, ob der Haken jetzt so viel gebracht hat, Dwight. Ich trete trotzdem erstmal hier gegen. Ich habe gesehen, die andere hat sich gerade hochgeheilt wieder. Ah. Mac. Okay. Aber wir haben einen Hit durchbekommen. Und wir haben Mac am Boden. Das ist gut. Sie kommt auf jeden Fall in den Keller. Ja, warte, war hier links gerade ein Haken? Ja, okay. Dann kommt sie doch hier links hin. Ist zum einen ein bisschen näher. Und sie können derzeit hier den Generator eigentlich auch nicht beackern, ne?
Habe ich gerade gesehen, dass hinten sich jemand heilt? Habe ich nicht gesehen. Oder ich habe es mir eingebildet. Das sind die beiden Optionen, die wir haben. Der ist scheinbar zurückgesetzt. Ich glaube, Dwight rennt hier links gerade rein. Oder er rennt rum. Sekunde. Hab doch da Spuren gesehen. Okay. Einbildung und so. Oh, nice. Sie mit ihrem Speedboost ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja, das wird sie schaffen, glaube ich. Naja, ich krieg den Hit noch. Okay. Und dann gehen wir da vorne hin. Da ist nämlich Dwighty Boy. Okay, das ist schön. Er kann von mir aus wegrennen. Oh, habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Wahrscheinlich ja. Ich glaube, das schaffe ich nicht. So, sie ist wieder... Wow, das schaffe ich aber nicht. Nein, das schaffe ich diesmal wirklich nicht. So, lass mich mal eben schauen, ob da hinten gearbeitet wird. Ich habe eben, glaube ich, hinten einen... Ja. So. Sie hat einen Schlag bekommen und die erwischen wir auch. Und hier ist ein Haken. Das ist schön. Das ist schön. Mac. Ah, verdammt. Okay, da sind noch mehr Leute. Dann bekommst du noch einen Hit-Up. Und von mir aus bekommt Claudette auch noch einen Hit-Up. Okay, sie liegt. Der hinten ist eigentlich am weitesten, ne? Sind hier Leute langgelaufen? Na, wir finden es heraus. Na, es arbeitet hier zumindest niemand. So, dann ab an den Haken mit dir. Oh, sehr schön. Das ist die zweite Person, die down ist. Zieht sich schon noch ein bisschen in die Länge, ne? Da dachte man schon, jo, jetzt haben die Survivor das gleich. Ah, die mit ihrem scheiß Speedboost. Egal. Wir rennen ja jetzt hinterher, weil hier sind keine Paletten mehr oder so. Das heißt, einen Hit bekommen wir auf jeden Fall rauf. Dann wirkt Tana. Wenn auch nur auf eins, aber es wirkt. Da ist Dwight. Das heißt, dann gehen wir jetzt Dwight hinterher. Wenn die beiden erstmal verletzt sind, ist schon mal die halbe Miete. Ja, schade. Aber hey, solange wir die jetzt beschäftigt halten, ist alles gut. Solange können die keine Generatoren machen. Er rennt jetzt hier hinten hin und dort sind sogar noch Kisten, also Paletten. Ihr wisst, was ich meine. Den haben wir. Weiß nicht genau, warum er da einfach stehen geblieben ist. Puh, könnten wir sogar in den Keller bringen? Oder haben wir hier noch irgendwo einen Haken? Da. Okay, wir bringen ihn dorthin. Dann muss der andere Mate den möglichst weitesten Weg gehen. So, und wir gehen jetzt direkt... Wow, er ist tot. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich nicht mitgezählt. Aber ist auch nicht so wild. Sekunde. Dachte gerade, ich hätte dort hinten jemanden gesehen. Okay, sie hat die Luke gefunden direkt. Schöne Runde. Mit dem Geisti drei Leute ausgeschaltet. Ein Generator war noch zu machen. Ich finde, mit dem Geisti ist das schon ein Erfolg. Wow, was? Wie viele? Krass. Ihr Ernst? Okay, ich weiß nicht, welches Spiel sie jetzt gesehen hat. Nein! Verdammt! Ich habe den größten Fehler gemacht, den ich machen konnte. Nein! Stimmt, ich habe noch vorher dran gedacht, Leute. Ich habe jetzt meine Daily fertig gemacht.
Die habe ich mir aufbewahrt, damit ich die Punkte direkt bei Freddy reinpushen kann. Und jetzt habe ich, wow, jetzt habe ich nicht dran gedacht. Ich habe noch dran gedacht, ich wollte erst eine Anna-Runde machen. Und dann fiel mir ein, ah nee, Anna kann ich nicht machen. Ich habe da doch noch eine Daily offen. Oh, oh Mann, ey. Gut, ich bin raus, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe 29.000, das kann man auf jeden Fall machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte ich gewastet habe. Ich habe 201.000, boah, ich habe schon viele Punkte, glaube ich, gewastet. Kacke, das ist mega ärgerlich. Gut, Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.